Hallo! Dieses Video erklärt Ihnen, wie der Live Classroom in BASA Online genutzt werden kann. Bei klassischen Präsenzstudiengängen sind typische Formate zum Beispiel die Vorlesung und das Seminar. Daneben bieten Lehrende auch häufig individuelle Beratungen in Form von Sprechstunden an. Was zeichnet diese drei Formate aus? Die klassische Vorlesung findet vor Ort an der Hochschule, zum Beispiel in einem Hörsaal, zu einer festgelegten Zeit statt. Sie wird zumeist von einer lehrenden Person durchgeführt und richtet sich an eine große Anzahl von Studierenden. Die Wissensvermittlung erfolgt hier hauptsächlich durch einen Vortrag der lehrenden Person. Auch in BASA Online kann sich eine größere Gruppe im virtuellen Raum zu einer festgelegten Zeit treffen, jedoch ortsungebunden, zum Beispiel für Informationsveranstaltungen oder Fachvorträge. Wie sieht zum Beispiel so eine Veranstaltung in Adobe Connect an der Hochschule Koblenz aus? So, von mir jetzt auch nochmal ein herzliches Willkommen zu unserer Informationsveranstaltung zum Studiengang BASA Online. Mein Name ist Sebastian Motz. Von der Lautstärke her geht's soweit oder ist ein bisschen laut, aber ich begrüße natürlich auch unsere Online-Zuschauer. Klar, nochmal die Informationen hier für Sie in den Raum. Keine Angst, wir streamen zwar online, aber Sie sind nicht zu sehen. Es ist nur wirklich der erste Bereich hier zu sehen und wenn Sie dann später eine Frage stellen, werden wir die auch nochmal wiederholen, weil wir wirklich nur das Mikrofon freigeschaltet haben. Also auch keine Angst, Sie sind auch nicht zu hören. Kommen wir zurück zu den klassischen Lehr-Lernformaten in Präsenzstudiengängen. Das Seminar ist ebenso orts- und zeitgebunden. Die Wissensvermittlung erfolgt hier interaktiv in kleineren Studiengruppen. Auch in der BASA Online-Lehre findet ein interaktiver Austausch von Wissen ortsungebunden im virtuellen Raum statt. So zum Beispiel für kollegiale Fallberatungen oder Lerngruppen von Studierenden. Sehen wir uns auch hier ein Beispielvideo an. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserer ersten Sitzung im virtuellen Raum. Als BASA Online-Studierende im ersten Online-Modul praktizieren Sie heute mit mir gemeinsam die kollegiale Fallberatung online. Kommen wir nun zum letzten hier vorgestellten Format, der Beratung. Auch hier findet die Begegnung an einem festgelegten Ort zu einer festgelegten Zeit statt. Die Beratung wird üblicherweise in Form von Sprechstunden angeboten, um auf die individuellen Anliegen von Studierenden einzugehen. Auch in BASA Online ist es üblich, dass Lehrende Sprechstunden anbieten, um beispielsweise eine Hausarbeit zu besprechen. Schauen wir uns auch hier ein Beispiel an. Ach, hallo, Herr Dumann. Ach, guten Abend, Frau Kollmann, hallo. Ja, vielen Dank für den Termin. Ja, gern geschehen. So, das geht ja um die Hausarbeit, die Sie eingereicht haben, richtig? Ja, genau. Sie hatten mir ja schon ein ausführliches Feedback gegeben und habe ich auch gut was mit anfangen können. Aber Sie hatten gesagt, irgendwas mit dem Literaturverzeichnis ist noch nicht ganz so gut. Da wollte ich nochmal nachfragen. Richtig. Und wir gucken da mal eben rein in die Hausarbeit. Ich habe die ja von Ihnen als PDF-Datei bekommen. Mhm. Da schauen wir auch direkt in das Literaturverzeichnis rein. So, da haben Sie nämlich an einer Stelle den Wipfel Andreas von 2000 zitiert. Und da würde ich ganz gerne mal mit Ihnen in die Quelle reingucken, okay? Okay, cool, machen wir.